Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist As Reiter und wir sind in Folge Nummer 95 von Avorion. Ja, der Thomas Stehler hatte geschrieben, wir müssten mal gucken, dass wir unsere Waffen verstärken, um die KI zu besiegen, weil die würde uns aus dem Weltall fegen, war seine Aussage. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Ausrüstungsdruck ist ja noch um die Ecke. Schauen wir mal, was es noch für Waffen gibt. Und ich denke, wir sollen dann vielleicht noch ein paar Waffen mehr kaufen. Und das kriegen wir dann auf Dauer auch hin, würde ich mal sagen, ne? Gut, okay, aber nach dem Intro geht's los. So, dann wollen wir mal hier andocken. Machen wir das nächste Dock hier unten. Gucken wir da, was wir da noch kriegen können. Ne? Gibt es bestimmt noch was für uns. Traktorstrahl an. Ja, den müssen wir auch noch verbessern, ne? Gucken wir mal. Ausrüstung handeln. Waffen. Doppellasergeschützturm. Reichweite für Schaden zum Energie. Höhlenreparatur. Sekunde. Okay. Doppellasergeschützturm Trinium. Vielleicht sollten wir noch mal zum Zentrum, in Richtung Zentrum mehr rüberfliegen und da was aufnehmen. Ne? Ich glaube, hier sind wir vielleicht nicht so ganz so gut bedient. Hier Traktorstrahl-Upgrade, vielleicht sollten wir das mal da mit reinnehmen. Schutzkontrollsystem, Generator, Quantum, Hyperraum ist definitiv angesagt. Bergbausystem ist angesagt, verbessertes Handelssystem. Die wollen wir alle aufwerten. Generator-Upgrade, das wollte ich gar nicht kaufen. Naja, ist egal, das ist jetzt drin. Gut, haben wir das. Hier war klar. Was war noch sonst? Hammerheadklasse, Torpedos. Sollten wir mal drüber nachdenken. Aber ich glaube, wir hatten welche, ne? Haben wir doch reingeguckt schon, ne? Gut, wir müssen auf jeden Fall noch die Panzerung an unserem Schiff bauen. Das ist auch noch angesagt. Die KI war direkt neben uns eigentlich, ne? Oder wo war die? Ist jetzt die KI weg? Wo waren die KI jetzt? Die KI, da ist sie. Okay. Lass mal gerade noch einen Ausrüstungsdruck gucken. Hier gibt es einen Ausrüstungsdruck. Und das ein ganzes Stück weiter zum Kern hin, ne? Sollten wir vielleicht mal überlegen, dahin zu springen. Da müssen wir hier unten hin. Ja. Militärstation. Nee. Komm, dann springen wir hier direkt am Rand. Koordinaten in den Navcomputer eingeben. Wo müssen wir hin? Nach da unten? Oder? Ja, nach da unten. Wir haben es noch nicht aufgebaut, das Schiff, aber machen wir noch. Kriegen wir schon noch hin. Aber wir wollen jetzt erst hier hin. Oder? War das hier? Ja. Der geht ein anderer hin. Haben wir noch gar nicht ausprobiert, sehe ich gerade. Wir sind beim Lurmloch. Wir haben gerade einen Volltreffer gelandet. Der kannten wir noch gar nicht. Naja, wenn es denn so ist, dann würde ich mal sagen, geht's ab ins Wurmloch und guck mal, wo die Reise hingeht, weil das kreuzt da gerade die anderen. Da haben wir ja rein zufällig einen Treffer gelandet hier rein, ne? Wo sind wir denn rausgekommen? Ah, auch kurz davor. Schon auch nicht schlecht. Hier gibt's aber viele Blipse, ne? Unbekannte Energiesignatur. Aber wir wollen ja eigentlich hier erstmal hin. Kriegen wir schon, ne? Ah, okay, noch 2 Sekunden. Jetzt geht's erst. Dann schauen wir uns da mal um, was es da gibt. So, Ausrüstungsdock ist da links gleich schon.
Nee. Ausrüstung handeln. Wir dürfen keine Geschäfte mit ihnen machen. Ja, super. Weil wir noch neutral mit denen sind, ne? Sieht jetzt nicht so dolle aus hier. Satellitenfabrik, okay. Jetzt hier Handelssystem reinhauen, oder? Nehmen wir den 43er Detektor gerade raus und packen das da rein. Und gucken uns mal gerade hier um. Okay, hier ist jetzt die Prozentzahl, die wir plus machen. Das ist innerhalb des Sektors. Und das Station, nee. Nee, nee, das, was ich gerade vorhatte, ist hier nicht angesagt. Okay, wir kennen hier keinen Sektor, deswegen können wir auch keine Handelsrohrschichten machen. Da ist eine Militärstation. Haben die was am schwarzen Brett? Sind 100 Millionen hier. Vier Fahrzeuge brauchen die noch, okay. Ja, der Thomas Stiel hatte mir auch geschrieben, dass es diese Sachen alle auch an jeder Station gibt hier, die Sachschon Aufgaben entsprechend. Also nicht nur hier Bildschirme und sowas bei normalen Stationen, sondern die gibt es auch, ne, woanders, diese Aufgaben mit Piratenjagen und sowas. Antigravgeneratoren. War hier nicht ein Antigravwerk? Nee. Gut. Da gibt es auch eine Aufgabe. Überführungsfahrt. Kannst eine halbe Million kriegen. Die halbe Million interessiert mich nicht. Das wäre nur die Reputation, die wir kriegen. Ja, komm, machen wir das, oder? Wenn du das Schiff überführen willst, musst du eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Du bekommst diese Kaution zurück, wenn du das Schiff zurückgeben willst. Ich habe die Bedingungen verstanden und werde die. So, machen wir. Und dann wollen wir mal gucken, wir müssen in das Schiff einsteigen. Sieht ja interessant aus, ne? So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir das Ziel finden. Nee, wie war es, die Mission? Nee, Mission. 162 minus 52. 162 minus 52. Sag nicht, dass es hierhin. Tatsächlich. Gibt es hier einen Blip? Ja, dann nehmen wir den mit. Wo zeigt er denn? Da. Sonst dahin drehen und dann darüber springen. Okay. Wunderbar, springen wir darüber. Hier gibt es schicke Sachen bestimmt, ne? Naja. Gibt es hier einen Blip in grün? Leider nicht. Dann springen wir gleich da weiter. Ah, wir haben keinen Power irgendwie. 26 Sekunden noch aufladen, wow. Kreuzer, Schiff. Planetarer Handelsposten, was ist das?
Sie reden mit dem Management der Sitzungsbehörde im System von Handelsposten XJ. Wie können wir Ihnen helfen? Ist wohl nichts Besonderes, ne? Da ist auch die Suche nach Xodan-Artefakten. Okay, dann können wir jetzt springen. Dann sind wir da in irgendeinem freien Raum. Hier gibt es auch keinen grünen Blips. Ne. Nochmal Koordinaten eingeben. Dann müssen wir nach dahin. 3 Sekunden zum Glück nur. Dann können wir schon springen. Wunderbar. Na, die nächste Runde wird länger dauern. 22 Sekunden und Koordinaten eingeben. Und noch gut 10 Sekunden warten, bis wir dahin sind. Und wir können mal gerade nach Dingens gucken hier. Nee, I war es mit Diplomatie. Sind das hier die Okiex-Republik? Ich weiß es nicht. So, Kontakt von Reparaturdock. Hallo, danke für das Erführen des Schiffs. Ich werde mich ab jetzt darum kümmern. Wir müssen nur noch mal einen kurzen Blick auf den Zustand des Schiffs werfen. Haben Sie alle persönlichen Gegenstände entfernt? Wenn nicht, machen Sie bitte jetzt und melden Sie sich, sobald Sie fertig sind. Alles klar, machen Sie weiter. Ah, die Scans sind bereits fertig. Keine Schaden entdeckt. Du bist gut mit dem Schiff umgegangen. Vielen Dank. Hier kannst du eine volle Kaution. So. Jetzt habe ich die Kaution gekriegt. Ach, da kommt die Beziehung zu den um 4000 verbessert. Okay, das bedeutet, wie viel ist es? Nicht so viel mehr, ne? Minus 13.499. Aber 4000 war jetzt schon der Summe, ne? Würde ich mal sagen, ne? Okay, Schiff ist weg. Was gibt es hier noch in der Karte zu sehen? Kontakt von Reparaturdock. Ja. Schließen. Alles klar, die wollen sowieso nicht mit uns quatschen. Okay, dann gehen wir wieder auf die Karte und springen zurück. Wo war unser Schiff jetzt? In Schiff in Sektor wechseln. Wechseln. So, das waren 4000 Punkte, die wir dazu gekriegt haben. Das war ja schon mal eine Hausnummer. Also müsste man noch weitere Aufgaben schauen, ne? Aha, da findet es keine weiteren Asteroiden mehr. So, dann müssen wir schnell mal gucken, dass wir da hinkommen. Ach so, da. Hat gut geklappt. Wo ist denn mein Schiff jetzt in 400? Sieht man natürlich voll gut hier, ne? Ist es das? Könnte ich mal jetzt aus der Karte hier gerade raus? Habe ich eine Chance gegen die oder nicht? Wäre schon interessant zu wissen, weil... Okay, den haben wir erwischt und da gibt es auch was zum Einsammeln. Habe ich's? Nee, ne? Doch, habe ich's. Gibt's noch einen hier? Nee, leider schon weg. Schade. Also hat gut geruppelt, wo die gerade geschossen haben, ne? Muss ich sagen. Und wir haben definitiv hier gerade was Gutes getan, ne? Aber ich habe jetzt nicht gesehen, ob wir da noch Reputation dazugekriegt haben. Könnte sein, ne? Ich meine, wir hätten eben 13.000 gehabt. Kann das sein, dass wir da ein paar Punkte gekriegt haben? Wäre nicht schlecht. Aber die dürfen immer noch nicht mit uns handeln, das ist das Problem, ne? Oder? Warte, geht doch handeln, geht aber Dingens geht noch nicht, ne? Oder? Ausrüstung handeln geht noch nicht. Nein, geht noch nicht. Schade. Ja. Was ist das hier? Casino. Was wollen die denn da? So, ach, die alle immer diese 100.000, ne?
100 Millionen. Ein Kreuzer ist das, okay, der sieht schon ganz krass aus, ne? Da ist ein Handelsposten, was hat der für eine Aufgabe? Sauerstoff, nee, das ist jetzt nicht so dolle. Bildschirme. Finde ich jetzt, glaube ich, auch nicht gerade hier. Das war das Casino, ne? Ich glaube, das hatten wir schon. Das Artefakt hier, genau so ist es. Haben wir das auch schon? Beschleunigerfabrik, was haben die? Hochdruckröhren, okay. Gut, das ist jetzt nichts hier. Da müssen wir schauen, dass wir noch weiter nach da kommen, vielleicht. Ich probiere es mal. Ach, das bringt ja nichts wegen. Wir können das Ausrüstungsdock ja nicht, ne? Wir haben ja nicht die Reputation, also bringt das nichts. Dann heißt es, wir können gleich hier zack Koordinaten da eingeben und dann wieder zurück. Bringt ja nichts. Okay, da ist auch wieder was passiert mit der 41652. Haben wir ja auch noch nicht fertig geschafft. Das müssen wir auch noch machen. Welches Schiff ist denn das? Ach so, da wollte ich hier noch das Beck haben. Ist das er hier? 41652. Wieso sehe ich das nicht, dass das Schiff grün ist? Okay. Ist das die Lady dann? Nee, doch. Ist die Lady. Dann fliegt die Lady mal dahin. Achso, die muss ich erst auswählen, ne? Ja. Naja, haben wir ja schon. Lady soll dahin fliegen. Warum fliegt die Lady nicht dahin? Jetzt fliegt sie dahin. Baut da ab. Gibt es da ein Dingens? Nein, fliegt zurück und macht das und kann ich jetzt mal sehen hier. Nee, hat nicht funktioniert, was ich gerade vorhabe. Die soll hier abbauen. Ach, Shift muss ich drücken. Ich drücke gerade die ganze Zeit Steuerung. Und dann Sprung nach da und zu 1 zum Abbauen wieder. Wunderbar, jetzt sollte das wieder funktionieren. Dann haben wir das erledigt. Hier ist unser Sprungtor. Da springen wir erstmal rüber. Ja, und dann geht es da hinten wieder rein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann in andere Sphären sind, wo wir mehr mitbekommen. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ach so, danke, wenn ihr ein Abo macht, ne? Und danke für, ne, Kommentare und so. Und danke für Teilen auf anderen Kanälen. Und macht euch die Glocke an, ne? Dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und was hat man noch? Was habe ich vergessen? Ach, einen Daumen hoch macht noch. Super. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.